Wichtig ist nur, dass auch bei diesem geforderten Selbstreinigungsprozess der Parteien möchten wir aus freiheitlicher Sicht festhalten, dass seit der Übernahme der Partei durch HC Strach im Jahr 2005 keine einzige Person in den Akten, in den Aussagen auftaucht, die in irgendeiner Form mit diesen Malversationen in Verbindung gebracht werden kann. Die FPÖ hat diesen Selbstreinigungsprozess aufgrund der Abspaltung des BZÖ hinter sich. Aber auch die anderen Parteien sagen ja quasi, es waren entweder Einzelpersonen oder es ist gar nichts in den Parteikassen zu finden. Ist das glaubwürdig? Natürlich ist es glaubwürdig, weil es auch tatsächlich so ist. Das System ist ja ein geschickteres. Die Parteien schalten ja andere Vorfeldorganisationen, Wirtschaftsfirmen oder Ähnliches vor, um zu verschleiern. Dasselbe, was man Karl-Heinz Grasser vorwirft, dass er mit seinen Stiftungen, mit seinen vielen Konten verschleiert, genau dasselbe gilt in erster Linie für SPÖ, gerade in Wien, aber auch für die ÖVP, wo es parteinahe Firmen gibt, Werbefirmen, Medienfirmen, und dort landet das Geld, dort landen auch Personen, die von den Firmen bezahlt werden, aber in Wirklichkeit nur für Parteiarbeit da sind. Und beim BZÖ ist das auch nicht glaubwürdig, dass man immer nur Einzelpersonen verantwortlich macht? Also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn bei einem Wahlkampfbudget von 4 Millionen Euro, und das ist die Aussage des BZÖ, rund 1 Million, also 25% beim BZÖ auftauchen und kein einziger verantwortlicher Politiker im BZÖ, vom damaligen Bundesobmann Westenthaler angefangen, fragt, woher kommt bitte 1 Million Euro, interessiert uns nicht, Hauptsache es ist da, ist eher unglaubwürdig, aber ich bin nicht das Strafgericht. Sie haben gesagt, es reicht Ihnen nicht, was derzeit so geplant ist, punkto Änderung bei Parteienfinanzierung. Wie weit sollte das denn gehen? Naja, ein zentraler Punkt für mich wäre, dass man ja nicht nur die Parteien im engeren Sinn einbindet, sondern sehr wohl auch die Transparenz hinsichtlich wirtschaftlicher Verflechtungen aufzeigt, aber auch die Frage für den einzelnen Mandatar. Der Kollege Pilz hat zum Beispiel Strafen gefordert, ja, nur ein Mandatsverlust zum Beispiel, der tritt erst bei 1 Jahr Freiheitsstrafe ein. Wenn man da die Spruchpraxis kennt, was macht ein Mandatar, der gegen das Parteiengesetz verstößt, zum Beispiel gegen Förderrichtlinien, bekommt 3 Monate bedingt, darf weiterhin Parlamentarier werden, da würde ich meinen, da würde auch ein Mandatsverlust sein. Also wenn ein Politiker, ein Parteipolitiker gerade gegen Gesetze verstößt, die das unmittelbare Gefüge der Parteienlandschaft stören, dann sollte auch hier diese Maßnahme beim geringsten Verstoß kommen. Das heißt, auch wenn es eine Freiheitsstrafe unter 1 Jahr ist, Mandatsverlust, wenn es um Parteienfinanzierung geht? Richtig, weil das sind genau die Themen, auf die der Politiker ganz besonders achten soll. Und ich glaube, das wären auch die Maßnahmen, damit man wirklich lautere Personen und Persönlichkeiten für die Politiker findet. Was müsste man da ändern? Müsste man da nicht nur das Parteiengesetz ändern, sondern wahrscheinlich auch prinzipiell eine Wahlrechtsreform machen, oder wo steht das drinnen, dass man erst ab 1 Jahr Freiheitsstrafe das Mandat verliert? Das steht dort drinnen, aber man kann natürlich bereits im Parteiengesetz eine Strafbestimmung, die vom Strafgericht zu ahnden ist, es gibt strafrechtliche Nebenfolgen, also man kann das durchaus einbauen, dass man sagt, wenn jemand dagegen verstößt, dann hat das den Mandatsverlust zur Folge. Das kann auch eine Maßnahme sein, die das Parlament beschließt. Wo man das unterbringt, gibt es mehrere Möglichkeiten, man kann es sogar in der Verfassung regeln. Dankeschön. Gerne.